6 Dinge, die ich gern früher gewusst hätte, um meine Beweglichkeit zu verbessern. Ich bin jetzt schon einigermaßen lange im Stretching-Game drin. Das erste Mal habe ich probiert, meine Rückenbeweglichkeit zu verbessern, als ich in der 4. Klasse war und unbedingt mit meinen Füßen an meinen Kopf kommen wollte. Da wusste ich natürlich noch absolut nichts über Mobility, aber das hat sich innerhalb der letzten Jahre deutlich verändert. Deshalb möchte ich dir mit den folgenden Tipps helfen, auf jeden Fall ein paar Fehler zu vermeiden. Punkt Nummer 1. Nur Stretching reicht nicht. Früher habe ich viel gedehnt, also in verschiedenen Positionen gehalten und gewartet, dass der Schmerz weniger wird und ich ein Stückchen weiterkomme. Das hat für meine Beine zwar super funktioniert, für meinen Rücken und Schultern hat das auf die Weise allerdings nicht geklappt und ich bin lange Zeit wenig bis gar nicht vorangekommen. Stattdessen hatte ich auch öfter Schmerzen, dadurch, dass ich mich in Positionen gezwungen habe, für die mein Körper eigentlich noch nicht stark genug war. Um das zu vermeiden, ist es wichtig zu lernen, die Muskulatur in der Endrange einer Position auf die richtige Weise zu aktivieren. Das verschafft dir mehr Kontrolle und somit auch ein geringeres Verletzungsrisiko. Pluspunkt von aktiven Mobility-Übungen also auch, man hat Kraft- und Beweglichkeitstraining in einem. Das heißt jetzt nicht, dass passives Dehnen schlecht ist, es sollte allerdings im richtigen Kontext verwendet werden. Punkt Nummer 2, jeder Körper ist unterschiedlich. Also jeder reagiert unterschiedlich auf bestimmte Übungen bzw. hat an unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger zu arbeiten. Aus diesem Grund funktioniert es nicht, die Stretching-Routine einer anderen Person 1:1 zu übernehmen. Stattdessen solltest du dein Beweglichkeitsprogramm auf deine Veranlagung, Trainingserfahrung und auch sonstige Belastungsfaktoren anpassen. Schauen wir uns also beispielsweise die Brücke als Zielposition an, woran ich selbst gerade arbeite. Mein oberer Rücken ist super störrisch, während meine Hüftbeuger bereits ziemlich flexibel sind. Entsprechend liegt mein Trainingsfokus darauf, meinen Rücken besser anzusteuern. Für dich dagegen könnte es Sinn machen, Hüftbeuger und Rücken gleichmäßig intensiv zu trainieren oder auch an einem ganz anderen Punkt wie der Core-Aktivierung zu arbeiten. Drittens, mehr ist nicht gleich mehr. Es gibt verschiedene Beweglichkeitsprotokolle und Trainingsvarianten, die funktionieren. Wie bei anderem Training ist allerdings auch hier zu beachten, dass du mit Mobility-Übungen einen Reiz auf deinen Körper ausübst und im Anschluss auch eine entsprechende Pause zur Regeneration erlauben musst. Es ist also auch hier wichtig, nicht von 0 auf 100 zu starten, sondern den Trainingsreiz erst nach und nach anzupassen. Lieber tastest du dich zu vorsichtig an die wirksame Intensität heran, als dass du deinen Körper überforderst. Gerade beim Mobility-Training passiert es viel zu schnell, dass man einem Muskel zu viel zumutet und dann eine Zerrung riskiert, die einen dann wieder einige Wochen zurückwirft. Höre also auf deinen Körper und lerne, einen Dehnreiz richtig einzuschätzen. Punkt Nummer 4. Eine Position, unendliche Varianten. Nehmen wir hier mal die Lunge-Position, also den Hüftbeuger-Stretch als Beispiel. Eine Übung, die ich ungefähr schon mein ganzes Leben lang mache und die in jedem Stretching-Programm irgendwo vorkommt. Dieser allseits bekannte Stretch kann durch unterschiedliches Cueing, also unterschiedliche Hinweise, leicht veränderte Positionierung oder unterschiedlichen Ein- und Ausgang in die Position variiert werden. Auch wenn der Stretch nach wie vor auf den Hüftbeuger abzielt, kann durch den passenden Fokus das gewünschte Ergebnis wesentlich gezielter erreicht werden. Bei fehlendem Fokus kann es dann im Gegenzug auch leichter zu Überlastungen oder anderen Schäden kommen. Entsprechend ist es sinnvoll, die Übungen bewusst auszuwählen und mit der richtigen Positionierung und Aktivierung zu trainieren. Punkt Nummer 5. Symmetrie. Wie immer im Leben ist es wichtig, die Balance zu halten. Konkret heißt das beim Beweglichkeitstraining, dass du nicht nur deine gute Spagatseite trainierst, sondern auch die weniger gute. Das ist dir vielleicht eh klar, zumindest irgendwo tief in dir. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal daran appellieren, auch wirklich möglichst ausgeglichen zu trainieren. Bei einseitigem Beweglichkeitstraining kommt es langfristig zu Dysbalancen, die in der Folge auch deinen Körper einseitig mehr belasten und zu frühzeitigem Verschleiß führen können. Und wenn man dann erstmal ungleich flexibel ist, ist es auch wesentlich schwieriger, sich zu motivieren, die schlechte Seite zu trainieren. Zudem eignet der Körper sich eventuell auch asymmetrische Bewegungsmuster an, die dann nur sehr schwer wieder abzutrainieren sind. Fange also beispielsweise immer mit der schlechten Seite an, damit du die auf jeden Fall abgehakt hast. Und zum letzten Punkt, Punkt Nummer 6, Trainingsfortschritt ist nicht linear. Ob du Spagat, Brücke oder Pancake übst oder deine Beweglichkeit im Allgemeinen trainierst, es wird Tage geben, an denen du dich weniger beweglich fühlst als an anderen. Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben, da neben vorangegangenem Training auch Faktoren wie Stress, Flüssigkeitshaushalt oder Schlaf deine Beweglichkeit beeinflussen. Betrachte also immer einen größeren Zeitraum, um deine Fortschritte zu beurteilen. Und außerdem verlasse dich hier nicht auf dein Gefühl, wie beweglich
beweglich du dich gerade empfindest, sondern verwende Videos oder Bilder von Stretches oder Positionen, um deine Beweglichkeit zu vergleichen. Wie immer gilt, Consistency is key. Wenn du Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare oder melde dich bei mir auf Instagram. Bis dahin viel Erfolg beim Training und bis zum nächsten Mal.